Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. So, nach einem Nitrado-Server-Debakel kann ich endlich. Ich habe ein paar Einstellungen geändert oder eher gesagt, es gibt da eine Funktion für eine erweiterte Konsole. Die habe ich aktiviert, wo man dann ganz easy Rechte vergeben kann, Leute auf die Whitelist, Optionen ändern kann und so weiter. Ist alles ganz super toll. Nur danach ging der Server nicht mehr. Da konnte ich machen, was ich wollte. Grandios war das. Richtig toll. Und so nach anderthalb Stunden rumprobieren, ja, war das Ende vom Lied. Server neu installiert und alles wieder auf normal gesetzt. Ich wieder weiter aufnehmen. Wir machen weiter in unserem Castle. Wir machen vielleicht hier eine Tür rein. Eine Tür muss hier rein. Denn dahinter ist ja noch irgendwo ein Gang. Tada! So. Ich habe ja sogar noch eine Tür. Die können wir nehmen. Und gut. Ja, ich kann es ja nicht oft genug erwähnen, wenn du mitmachen willst, wenn du es erste Mal hier auf meinem Kanal bist und jetzt dir hier ein Minecraft-Video anguckst, dann kannst auch du bald hier rumlaufen, wenn du möchtest, mitbauen. Und auf meinem Kanal gibt es auch so ein Infovideo dazu. Guck einfach mal. Minecraft-Playlist. Vor ein paar Tagen ist das rausgekommen. Oder geh einfach, was noch leichter ist, auf meine Facebook-Seite. Und da unter dem Reiter Notizen steht, wie du hier mitmachen kannst. So, das war's auch schon. Oh. Hier habe ich sogar schon mal das letztens gemacht. Na, hier habe ich schon eine Decke reingezogen. Dann kann ja hier die Mauer weg. Mauern sind eh nie gut. Später wird sich das Volk aufbäumen. Und deswegen wollen wir keine Wände. Mauern. Mauerwänden. Jetzt habe ich den Fall. Okay, ich höre einfach auf zu reden, wenn es am schönsten ist. Ach ja, okay. Hier, genau. Hier ist ja diese geheime Treppe, die jetzt von unten nicht mehr so offensichtlich ist. Die wollte ich ja komplett hier zubauen. So, warte mal, wir machen jetzt mal hier nochmal so schön zwei Fackeln hin, damit wir ein bisschen besser was sehen. Und die wird ja auch hier weiterhin zugebaut, sodass man die von außen nicht direkt sieht. Jetzt habe ich gelernt, warte mal. Jetzt kann ich's. Ich brauche ja nur die Shift-Taste drücken, dann hält er auf der Treppe an. Unglaublich, oder? Nach Jahren des Minecraft-Spielens habe ich das endlich rausgefunden, wie man hier schön gemütlich auf der Treppe arbeiten kann. Das ist echt genial. Naja, besser spät als nie. Ach toll, jetzt habe ich mich natürlich da zugemauert. Okay, gehen wir hoch. Runter. Wo ist das Loch da? Nochmal da oben unsere Gedenktafel. Wir müssen, genau, das habe ich auch noch nicht gemacht. Das sage ich jetzt auch nochmal schnell. Wer auf diesem Castle, da werde ich mir noch eine Wand aussuchen. Da mache ich von außen irgendwo eine Wand mit Schildern und jeder, der mit seinem Namen da drauf möchte, soll einfach in die Kommentare schreiben und ihr bekommt einen Platz auf der Gedenktafel dieses Castles. Die hier oben war die Comic Castle Legenden, das sind die Legenden, die auf dem alten Server an dem Comic Castle mitgebaut haben oder halt auf die Wand wollten. So, schön zu sehen. Sieht alles ganz toll aus. Und
Sieht eigentlich ich das damals gemacht. Vielleicht hat das schon jemand modifiziert. Das kann sein, dass der kurze Agent das war. Oder der Passi. Naja, wenn ihr auf die neue Wand wollt, dann schreibt mir einfach in die Kommentare euren Benutzernamen und ich werde dann mit der Wand anfangen. Ich weiß noch nicht genau, wohin. Ich werde aber auf jeden Fall jeden, der hier sowieso mitbaut, dann auf die Wand setzen. Das heißt, Passi spielt schon mit, ist auf dem Server und der kurze Agent. Und die beiden kommen natürlich auf die Wand. Da gucken wir uns nochmal einen Platz. Nächste Folge ist dann ein Platz aus. Jetzt machen wir hier weiter zu. Kann man hier raus? Ne, hier kann man eh nicht auf eine Etage. So, wir könnten aber vielleicht hier... Warte mal, machen wir... Sieht nicht so gut aus, wir machen die hier hin. Dann können wir von hier nämlich auch da hoch und den Rest mauern wir zu. Mal hier das zu, nachher müssen wir dann später da oben auch hin. Aber dann, wenn wir hier auf der nächsten Ebene sind, die wird ja auch komplett zugemauert. Oder mal gucken, vielleicht lassen wir ja auch eine Ebene hier so. Na, ich weiß nicht, einfach mal gucken, wir bauen einfach. Aber das Castle soll ja wirklich düster werden, das heißt hier, das machen wir ja auch mit so einem... Torbogen. Das ist ja mit Mauerteilen, glaube ich, gemacht. Genau. So, dann machen wir das so. Ja, sieht ja ganz nett aus. Und dann machen wir hier jetzt den Rest mit Steinen zu. Dann haben wir so ein bisschen... den Stil beibehalten jetzt von den Durchgängen hier vorne. Und dann haben wir nämlich nur diesen einen Durchgang. So. Ich habe es auch so eingestellt, jetzt sieht man das gerade, hat man gesehen, bei dem Server ist das eingestellt, dass alle 15 Minuten die Welt gespeichert wird, sodass, falls irgendwas passieren sollte, der Server stürzt mal ab oder das... dass auf jeden Fall die Welt gespeichert ist. Bring ich mal an die Decke und schmeiß die Steine da hoch. Hochwerfen. Ah. Noch ein Tag. Morgen kommt Destiny. Also. Bin ich vielleicht dabei aufzunehmen, während ihr das Minecraft-Video hier guckt? Ja. Das könnte gut möglich sein. Okay, dann haben wir jetzt hier den Durchgang. Ah, ist auch nicht schlecht. Ich werde vielleicht später mal so ein paar Sachen, Details ändern. Dass man hier vielleicht Gelände aus Holz macht oder so, aber ich mache jetzt... Grandios gut aus. Naja, wir machen es erstmal so. Lassen wir es erstmal so sein. Und Fackeln hier mal. Licht wieder reinbringen. Das ist doch auf jeden Fall... Mal gucken, vielleicht machen wir das hier zu. Zu schnell gelaufen. Und dann... machen wir erstmal hier einen Raum hin.
Oh, die Steine, die verschwinden hier so schnell. Verbauen wir die, wenn man das mal zählen würde. So, jetzt lasse ich erstmal hier. Hier lassen wir erstmal so einen Durchgang. Ist eigentlich ganz gut. Man sieht jetzt von hier, okay, wenn man hier reinkommt, hier lang geht. Und hier kann man ja auch noch ein bisschen was bauen. Oh, morgen ist noch ein großes Ereignis. Also am 9.9. Das iPhone 6 wird vorgestellt. Ich meine, bin jetzt nicht selber mehr der iPhone-Besitzer, aber es ist trotzdem, finde ich, immer wieder ganz spannend. Einfach mal, ich gucke mir sowas gerne an oder verfolge dann so einen Live-Ticker von dem Event. Wenn Apple das iPhone vorstellt und dann halt so nach und nach die Features bekannt gegeben werden. Naja, wirklich toll ist es nicht oder viel Neues ist nicht gekommen. Aber kann ja auch mal sein, dass sie einen überraschen. Mal sehen, was kommt. Es sollen ja wahrscheinlich, so wie es aussieht, zwei Varianten kommen. Ein großes und ein kleines. Was heißt ein kleines? Das kleine soll wohl auch 7 Zoll oder so haben. Das große dann 5,5, also das sind alles nur Spekulationen. Man weiß es nicht. Eventuell stellen die dann auch die iWatch vor. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und was noch? Ah, Apple, die wollten ja mal immer wieder, hieß es, ein Fernseher kommen von Apple. Aber ob das überhaupt wirklich kommt, wage ich zu bezweifeln, weil... Ja, vielleicht geht das zu weit. Mit Apple TV und so, da hat man ein Gerät, was man an seinen eigenen Fernseher anschließen kann, um Funktionen zu nutzen. Aber dass jetzt die Leute wie wild einen Fernseher kaufen, ihren verkaufen, wo jeder schon... jeder, aber die meisten ja schon Flachbildfernseher zu Hause hängen haben und wahrscheinlich Apple nicht für 800 Euro einen 47 Zoll anbieten wird oder vielleicht sogar 55 Zoll. Mittlerweile kriegt man die ja schon. Sondern dann locker einen Preis bestimmt von 2000 Euro haben würde, so ein Fernseher. Und da zu bezweifeln, dass die Leute dann kaufen. Also da müsste der schon die Überfeatures haben. Oben. Machen wir, glaube ich. So, ich bedanke mich. Diese Folge ist ein Ticken kürzer als sonst. Heute mal nicht so viel Zeit, aber es ist ja nicht schlimm. Boah. Junge, habe ich mich erschrocken. Dancing. Mann. Boah, das kam so krass. Boah, und der hat ja noch nicht mal einen Ton von sich gegeben, oder? Also ich habe den nicht gehört. Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe den Sound hier für mich... ist ja leiser als im fertigen Video. Nix gehört. Normalerweise mögen die einen ja zumindest mal an von hinten. Okay, gut. Ich wollte ja Schluss machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer NoDashboard. Ciao, Leute. Wenn es euch gefallen hat, übrigens, gebt mir doch einen Daumen hoch. Schreibt es in die Kommentare, was euch gefallen hat. Schreibt es in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Was wünscht ihr euch für diese Welt? Schreibt mir auf Facebook, wenn ihr mitmachen wollt. Und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.